Willkommen zu der Swiss Traders Money Show mit dem Thema Wolf Wave. Mir ist aufgefallen, dass man im FTSE, im britischen Index, da teilweise sehr schöne Wolf Waves sieht. Hier mal eine bärische Wolf Wave. Die Wolf Waves, die sind immer aufgebaut durch konvergierende Kanäle und sie sind immer fünfgliedrig. Bei der bullischen Wolf Wave, hier ist die bullische Wolf Wave, nicht die bärische, zählt man von unten 1, 2, 3, 4, 5 und die Ziellinie ist zwischen 1 und 4. Eine gültige Wolf Wave hat eine steigende Ziellinie, hier nur ganz knapp. Und eine gültige bärische Wolf Wave, das ist eine bärische Wolf Wave, hat eine fallende Ziellinie. Schauen wir das mal ein bisschen noch näher an, ein bisschen vergrößert. Also eben, sobald wir konvergierende Keile sehen, kann es eben sein, dass es eine plötzliche Wende nach oben gibt. Hier haben wir diese Kanäle und wir haben die Zählung 1, 2, 3, da eine Doppel-3, zweimal an den abgeprallt. 4 und da die 5 und da ein Überschuss. Also es darf da über die 5 ein bisschen hinausgehen und dann einen Anstieg. Und da die Ziellinie ist zwischen 1 und 4 und tatsächlich, das ist da wirklich hier hinaufgegangen. Also es gibt viele Beispiele, wo das funktioniert, natürlich auch solche, wo das nicht funktioniert. Und wenn da die Linien konvergieren, das wäre eigentlich dann der Apex-Punkt. Also bis dann muss die Ziellinie sollte erreicht sein, bevor der Apex-Punkt vorbei ist. Jetzt schauen wir hier eine bullische Wolf Wave an. Da ganz deutlich konvergierende Trendlinien und 1, 2, 3, 4, 5, ein bisschen Überschuss. Und jetzt müsste das hier runtergehen in einem ABC bis hier. Das werden wir dann vielleicht morgen sehen, ob das soweit ist. Wenn Sie sich für diese Muster interessieren, können Sie einfach in Google suchen nach Bullish Wolf Wave Pattern oder Bearish Wolf Wave Pattern. Dann sehen Sie dieses Muster. Nicht immer ist das sehr gut erklärt. Man sieht hier zum Beispiel eben die konvergierenden Trendlinien sind hier nicht eingezeichnet. Das ist natürlich didaktisch schlecht. Also wir sollten da eben die konvergierenden Linien eingezeichnet haben, damit man das sieht. Und ja, ist ja teilweise wirklich sehr interessant, gerade beim FTSE, dass man hier, dass der diese Muster so schön abbildet. Der DAX und DAO, der bildet das manchmal ab, manchmal eben auch ziemlich verschwommen. Gut, das war's bei Swiss Trader. Tschüss.